einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ja, wie ihr seht, sind wir immer noch an dieser kniffligen Stelle, bei der ich, um ehrlich zu sein, immer noch nicht weiß, wie man da am besten weiterkommt. Zur Not, also ich werde es jetzt erstmal versuchen, und zur Not werde ich hier noch einmal hinspielen bis zu dieser Stelle. Ich fange ein bisschen weiter zurück an, keine Ahnung wo. Mal schauen, wie es so klappt. Jedenfalls haben sie kein Interesse daran, sich zu unterhalten. Und es wäre einfach schön, wenn sie einfach mal weggehen würden. Ich werde sie. Ich hoffe nicht, dass ich sie mit einem Schuss töte, aber ich kann sie aufhalten. Scheiße! Ja, jetzt kommt so der Nachteil des Spiels, dass man nicht sprinten kann, ein wenig ans Tageslicht. Ich kann mich aber auch nicht dran vorbeischleichen. Das sehen die sofort. Scheiße. Der hat nur einmal reingetippt. Er hat doch nur einmal getippt. Ich hab's doch gehört. Wollt ihr mich hier losstellen? Ach, scheiße. Vorsicht, er hat eine Waffe. Ja, ist ja okay. Stellen wir einmal den Timer. So. Nee, das ist blöd. Nein. So. Och Mann. Oh. Leute, es hilft nichts. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüssi. Welcome back! Ja, liebe Leute, ich habe von, quasi vom Anfang des Levels, als wir, nein, nicht ganz vom Anfang, aber als wir in diese Etage gekommen sind, mit den ganzen, Laserstrahlen, bis hierhin gerade wieder gespielt in Rekordzeit. Ich glaube, es waren 7 oder 8 Minuten bisher. Und, ja, lasst euch gesagt sein, ich habe noch alle Pfeile. So einfach kann's sein. Tja, du bist ein armes Schwein. Das reimt sich. Sehr schön. Hier müssen wir hoch. Ist ja denn, hier gibt's noch irgendwas ganz Prickelndes und das sieht mir nicht danach aus. Ja. Mal schauen, was kommt. Leute, das ist gut, denn hier, ab hier müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, hier dürfen wir schießen. Und glaubt mir, das werde ich nutzen. Sie nehmen den Q-Haken, um an der Seite des Gebäudes hochzuklettern. Zugegeben, er ist noch nie auf einer nassen Oberfläche getestet worden, aber er wird sicher funktionieren. Ja, natürlich. Warum sollte er auch nicht funktionieren? Er kommt doch von Q, unserem Wundergenie von Bastler und Tüffler. Ja, ich habe so ein Vertrauen in Q. Es ist unerschütterlich. Der wird natürlich funktionieren. Wie könnte es anders sein? Ist da jemand? Hihi. Scheiße! Okay. Okay, okay, okay. Das darf ich also nicht. Okay.
Alles klar, wunderbar. Ich weiß Bescheid. Bondi schlagt vor, sie nimmt den Q-Haken, um an der Seite des Gebäudes hochzuklettern. Zugegeben, er ist noch nie auf einer nassen Oberfläche getestet worden, aber er wird sicher funktionieren. Also ich finde, für 2002 ist er ziemlich gut eigentlich gestaltet und so getroffen. Muss ich jetzt auch mal sagen, so. Ich habe euch aber dennoch schon ein kleines Problem demonstriert, das wir haben werden, wenn wir hier hochklettern. Es ist etwas kniffliger. Ob ich es im ersten Versuch schaffe, weiß ich nicht. Wir müssen da hoch. Und ja, schauen wir mal. Erstmal kommt jetzt eine Cutscene. Nicht wahr? So, dieses Stockwerk hier, da wo wir jetzt gerade dran sind, das ist ziemlich unerheblich. Dies hier oben ist interessant. Denn wir müssen jetzt immer gucken, welche Bewegungsabläufe, Bewegungsmuster, ja, wie man es auch immer nennen will, diese Fatzken hier haben. Und, das scheint hier noch ziemlich einfach zu sein. Hier ist nur einer. Und wir müssen einfach ziemlich weit links da hoch. Jo. Du bist so ein Blindfisch, es ist unglaublich. Aber lasst euch gesagt sein, es wird nicht so einfach bleiben. Denn da bewegt sich zum Beispiel schon einer. Also es geht immer weiter nach oben. Es bewegt sich keiner, ne? Hier, Stock im Arsch. Dann bewegt sich einer, dann bewegen sich, glaube ich, zwei. Tricky, tricky. So, du warst gerade hier, jetzt gehst du da hinten hin, jetzt müsstest du gleich wiederkommen. Genau. Schick, ne? Ja. Darf ich vorstellen, James Schokoladenseite. Und ich finde, Pierce Brosnan ist ziemlich gut getroffen. Mal so nebenbei. Nun geh weg. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Und das ist auch gut so. Ich glaube, jetzt können wir. Ich hoffe es. Bau keine Scheiße hier. Ja. Schon sagen, das sind nämlich zwei. Ich weiß nicht, ob der müsste dauerhafter stehen, das heißt, wir müssen schon mal weiter nach rechts. Ich kriege hier gerade einen steifen Nacken. Oh, das ist hoch. Oh, das war knapp. So. Ich glaube, jetzt können wir. Jetzt können wir. Nein! 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 Oh! Das ist ja fast so schlimm wie an einem Seil da, wo man diesen Funken ausweichen muss. Geh schneller, mach schneller, mach inne. Das ist irgendwie blöd jetzt. Wenn ich jetzt einen hochgehe, sieht man seinen Kopf oben und hier unten sieht man seinen Fuß. Das ist beides nicht so prickelnd. Oder sehen die ihn nicht? Tatsache, die sehen ihn nicht. So. Nicht zu voreilig sein. Ich weiß ja nicht. Das ist so trügerisch irgendwie. Beide gehen da hinten hin. Er kommt nämlich schon wieder. Das wäre ein bisschen
Obwohl, wenn ich es gleich sofort versuche, so, dann müsste es eigentlich gehen. Wo ist denn er jetzt hin? Hä? Wo ist denn er jetzt? Ja, du kommst hier hin, das ist mir klar. Wo bist du? Ah. So. Wenn ihr beide weggeht, dann weiß ich Bescheid. Okay, du stehst da. Ach ja. Hätte ich auch nicht jeden Tag Bock zu, so als Agent hier irgendwo rumzuhängen. In der Kälte. Und es ist nass. Muss doch total erkältet sein hinterher. Unser James. Naja. Sehe ich das nicht? Nein, 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 nein. So, jetzt gleich müsstet ihr eigentlich wieder da hinten hingehen. Da hin. Ja? Bitte, 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 bitte. Nur das einmal. Danach könnt ihr euch gerne auf den Boden setzen, Flaschen drehen, spielen, was auch immer. Ist mir total wurscht. Ich will hier einfach nur dran vorbei. Und da ich euch ja nicht abknallen darf, aus welchen Gründen auch immer. Weil da unten durfte ich es ja. Ich wag's jetzt einfach mal. Ja, yeah, looks good. Ich glaube, da drüber ist ein Stockwerk, wo gar keiner ist, irgendwie. Das Blöde ist, man kann hier noch nicht mal einen Quicksave machen. Das heißt, man muss das an einem Stück schaffen. Das ist ein bisschen fies. Und hier kann man es nicht... Ich kann auch keine Brille aussehen, wo ich besser mit sehen kann. Gar nichts. Ja. Schön, ne? Es regnet draußen. Es tut's hier wahrscheinlich seit ca. 360 Jahren ununterbrochen. In diesem Spiel. Es hört einfach nicht auf. Das übrigens ist der Fahrstuhl, mit dem er leider nicht fahren konnte. Das ist eine kleine Plattform, auf die wir auch noch kommen werden. Wo ich auch immer so ein bisschen Sightseeing hier zur Abwechslung. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts. Nein, das war einmal zu viel. Links. So. Wo bist du? Wo bist du da? Nee, doch da. Nee. Wo ist denn der andere? Da. Nein, 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 Lars. Nein, ich sag schon Lars. James. Nein. Du hast nichts gesehen. Nein, nein, nein. So, ich glaube, das... Ich hoffe, das geht. Nein, 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 nein. 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 Nee. Lass mal stecken. Vielleicht beruhigen sie sich ja wieder. Auf jeden Fall sind sie zu dämlich, den Alarm da auszulösen. Das ist ja schon mal geil. Ach, hier ist ja gar keiner. Das heißt. Das heißt, im
Endeffekt hätten sie mich ruhig sehen können und sie hätten nichts gemacht, sehe ich das richtig? Und ich kann ihn noch nicht mal anfordern. Nein, ich bin hier gefangen. Nur mit einem kleinen Harakiri-Akt könnte ich hier entfliehen, aber das will ich nicht. So, erstmal quicksaven. Ja, viel mehr werden wir hier auch nicht schaffen, glaube ich, jetzt heute. Aber das macht nichts. My have. Oder my have. Je nachdem, wie man das Y denn aussprechen möchte. Nein, ich mache euch jetzt nicht kaputt. Auch wenn ich eine latente Aggression hier habe. Also James hat ihn natürlich, ich nicht. Was ist denn das überhaupt? Das ist ja Excel-Tabelle oder so, wie was, keine Ahnung. My have. Immer noch. Und guckt euch mal bitte an. Wham! Was der für ein riesen Büro hat. Krasse Sache, oder? Und für ein geiles Aquarium. Und vor allem das geilste ist, Panzerglas. Haha. Nee, das kriegt man nicht kaputt. Hi! Na du? Was machst du so den ganzen Tag? Auf der Stelle schwimmen? Ja. Finde ich höchst prickelnd. Und natürlich hat MyHeath Mayo. Oh, wer ist. Aha! Das sehe ich ja jetzt erst zum ersten Mal. Ey. Yeah. Leute, ich glaube, meine Vermutung erhärtet sich, dass Kiko mehr als nur eine Leibwächterin für Mayo war. Naja. Wobei, wenn ich Drake wäre, das ist ja Blödsinn. Ich hätte ja hier schon längst. Also, wenn ich so verschissen hinterfotzig wäre wie Drake, hätte ich hier schon längst irgendwo eine Wanze ja, hingepappt. Vielleicht hat er das auch schon, ich weiß es nicht. Quick Save, was müssen wir jetzt machen? Unbemerkt bleiben. Ja, das haben wir ganz toll gemacht, wir haben eben schon gut rumgeschossen. Und wir wurden gesehen, aber aufgrund der Unfähigkeit von zwei japanischen ja, Angestellten eine Alarmsirene auszulösen, haben wir es doch geschafft. Ach, die kommen ja. Ah, die kommen ja jetzt gleich erst. Leute, aber wir machen hier. Das muss die Tür zum Terminalraum sein. Hoffentlich passt Mayos Schlüssel. Ja, wenn nicht, wäre das ja schon ziemlich dämlich, ne? Weil. Naja. Ich sag mal eben. Andersrum. Ich guck mal eben, was der Timer sagt. Genau. 15 Sekunden. Ach, ich treff's momentan, treff's aber echt gut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 4, 1, 0. Ja. Ja, jetzt habe ich euch ein wenig durcheinander gebracht. Tut mir sorry, aber so läuft das nun mal. Ja. Da gleich eine schießwütige Aktion hier folgen wird, was ich jetzt schon weiß, werde ich das in der nächsten Folge erst machen und nicht mehr jetzt, sonst wird es zu lang. Haben wir wieder was gelernt? Nämlich, dass scheinbar manche japanische Mitarbeiter, zumindest in Videospielen, ja, den IQ von Schimmelkäse haben können und zu dämlich sind, den Alarmknopf zu finden und zu drücken und überhaupt. Ja, recht herzlichen Dank für eure, ja, laute, gläserne, aber doch, ja, konstant erfreute, freudige Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.